Let's go. Gerade sauber gemacht. Den Ort, den ich bei Google Maps rausgesucht habe, der sieht zwar ganz cool aus. Das Problem ist nur, hier ist ein Kiesabbaugebiet. Das heißt, wir können das hier nicht betreten. Nicht ohne Einladung steht hier zumindest, sage ich mal, die Schilder. Ja. Das ist natürlich hier auch mit einer Schranke alles zu. Ja, das ist das Problem. Wir fahren einfach weiter und schauen mal, wo wir uns niederlassen. Mit Regeln außerhalb von Deutschland ist immer so eine Sache. Meistens wird das echt sehr oft toleriert, aber wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich das mir anschauen würde und es wäre verboten und ich würde das dann auch noch filmen, das wäre dann natürlich nicht nur dreist, sondern auch ziemlich bescheuert, ne? Kleine Einblicke kann ich euch aber gewähren. Also das Wasser sieht schon richtig cool aus. Es ist hellblau und es ist richtig schön klar. Es sieht echt wirklich cool aus. Ist so schade, man darf hier nicht schwimmen oder Wassersport betreiben, aber ja. Gute Nachrichten, ich habe gerade jemanden getroffen, der hat uns erlaubt, da einmal das Schiffwrack anzugucken. Gehen jetzt da mal hin und gucken mal, wie das aussieht. Noch ist die Schranke offen. Thank you.
für ein Glück, dass ich ihn noch getroffen hatte. Ein ganz netter Mann, der sprach auch Deutsch und ja, der hatte uns eher gefragt, warum wir hier sind. Der wollte eigentlich nur sicher gehen, dass wir hier nicht schlafen. Das heißt, wir müssen woanders hinfahren und schlafen. Aber es ist ein sehr schöner Ort hier. Wir haben jetzt hier 3 Tage zugebracht. Das ist immer ganz angenehm, wenn man vor der Stadt oder vor einem Städtetrip nochmal so ein bisschen in der Natur sich entspannen kann, zumindest für mich. Und ja, wir fahren jetzt, denke ich, mal weiter. Die letzten 3 Tage hat es nur geregnet, also total schlecht. Und uns gehen jetzt langsam die Lebensmittel aus, deswegen fahren wir jetzt einkaufen. Und dann direkt nach Brünn rein. Ich habe da beim Stadion einen Parkplatz gefunden. Der soll ganz gut sein und den schauen wir uns gleich mal an. Und dann würde ich sagen, lass uns losfahren. Da wären wir. Wir sind jetzt im Brunnen angekommen. Also eigentlich, wir sind gestern angekommen. Wir hatten uns hier nur ein bisschen umgeschaut und jetzt sind wir hier. Und wir gehen jetzt mal in die Stadt rein. Wir haben hier an einem alten Stadion geparkt. Das sieht total abgerockt aus. Aber es ist total sicher. Hier sind sehr viele Polizeifahrzeuge. Hier ist viel Fahrschule, hier ist viel Verkehr. Und ganz cool hier. Das sieht ordentlich abgerockt aus. So, wir sind jetzt im Lusianki Park. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
und sonst korrigiere mich bitte. Das Wetter ist echt sehr passend eigentlich. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm, es ist nicht sonnig, es ist eher bewölkt, aber es regnet nicht. Also es ist eigentlich ziemlich cool. Unglaublich viele Vans überall, also keine Ahnung, ob da jemand drin wohnt, aber auch aus unterschiedlichen Ländern. Das ist total interessant hier. Hier gibt es überall so kleine Verstecke, wo es so kleine Besichtigungen oder Sachen zu sehen gibt. Das ist total witzig. Es ist irgendwie, ich glaube hier, es ist ähnlich wie ein Labyrinth aufgebaut. Hier gibt es überall so kleine Sachen, die man so sehen und entdecken kann. Und das ist heftig. Ja, wenn du Lust hast, mit mir live die Stadt zu erkunden, dann abonniere meinen Kanal und dann können wir uns gemeinsam die Sachen anschauen, worauf wir Bock haben. Hier wird unglaublich viel renoviert, das ist echt jetzt gerade schade, aber für die Zukunft natürlich gut. Ne? Die Runde ist so verwinkelt, ich habe das Gefühl, dass ich zwei Teile draus machen muss, weil ich so viel Videomaterial habe. Eventuell habe ich auch drei Teile draus, aber mal gucken. Yay!